Herzlich willkommen wieder bei der Naturgartengruppe des NABU Darmstadt. Und heute wollen wir euch etwas über unsere Erfahrung mit verschiedenen Bewässerungssystemen mitteilen. Zuerst mal für die Bewässerung von Bäumen oder größeren Bereichen im Garten. Da haben wir hier unterschiedliche Erfahrungen. Wir werden hier sehen, die Installierung von einem System, dass man eben einstellen kann zentral, wie lang bewässert werden soll, wie häufig und wo von einer zentralen Verteilung aus eben verschiedene Leitungen zu verschiedenen Bereichen des Gartens gelegt werden können. Hier in dem Garten funktioniert das sehr gut. Ich habe das bei mir im Garten auch probiert und es hat gar nicht funktioniert. Das liegt daran, dass ich einen Garten habe, der keinen Stromanschluss hat. Ich habe nur eine kleine Solarpaneele. Das heißt, für mich ist Energie ist limitiert und ich habe auch nur eine Zisterne. Und dadurch war das so, dass der Wasserdruck nie ausreichte, um sämtliche Bäume tatsächlich genug zu bewässern. Also es hat wirklich nicht funktioniert. Die einen Bäume tröpfelte relativ alles rein und die anderen haben gar nichts abbekommen. Hier werden wir sehen, dass es besser funktioniert hat. Ja, dann muss man sagen, es ist ein relativ teures System. Und es ist ein relativ teures System im Verhältnis halt. Man muss es legen. Allerdings, wenn es dann halt wirklich funktioniert, hat man das einmal gelegt und dann, wie wir hier im Garten die Erfahrung haben, kann es auch ganz gut funktionieren. Ja, ich habe dann nochmal, das kennt ja jeder, das wird auch von vielen Städten sehr angeboten, diese verschiedenen. Da gibt es unterschiedlich große Beutel für die Bäume. Und ich muss sagen, also bei mir hat es den Bäumen nicht viel genutzt. Das dauert 2-3 Tage, bis das Wasser dann hier rausgelaufen ist. Das sind, glaube ich, so 20 oder 30 Liter hier drin, je nach Größe von den Beuteln. Es war sehr viel Aufwand, die zu befüllen wieder für mich, wassermäßig, energiemäßig. Und es hat deutlich weniger gebracht, als wenn ich bei dem Baum zum Beispiel 5 Minuten mit dem Schlauch bewässere. Das sieht man einfach an den Blättern von Kirschen und so weiter. Geht ja auch wirklich nur für Bäume. Wenn ich jetzt ein Beet wässern will, kann ich so einen Sack vergessen. Richtig. Und wie gesagt, also vielleicht macht es Sinn. Das andere System bei dir, das war das Problem, kein Wasserdruck, kein zu wenig Wasser auch. Genau. Ja. Und hier war das halt einfach, ich hatte den Eindruck, da wird nur die Oberfläche unter dem Baum tatsächlich bewässert. Und die Blätter vom Baum, die hingen genauso wie vorher. Also, also die Wirkung war bei mir nicht zu sehen. Mhm. Ja? Also soweit zu den Bäumen. Dann habe ich noch einige Sachen ausprobiert halt für Hochbeete. Da habe ich einmal probiert hier diese Sachen hier. Es wird dann hier so ein Tonding mit so einem Füllbehälter für Wasser. Da muss ich sagen, für ein Hochbeet, das relativ dicht bepflanzt ist, nimmt es sehr viel Platz weg. Ich brauche viele von den Dingern, um überhaupt Infekt zu sehen. Bei mir kam noch hinzu, dass hier oben muss es ja eine Öffnung haben, damit das Wasser überhaupt gezogen werden kann. Durch die Öffnung sind auch noch Insekten rein, die nach Wasser gesucht haben und sind da drin dann auch noch gestorben. Also Todesfallen und teuer und wenig Effekt. Also da ist besser wirklich zu gießen. Ja, also wie gesagt, wenn man so große Töpfe hat, das sieht man hier dann auch nochmal für die Bewässerung. Da, und man hat genug Wasser in der Umgebung, da kann das dann funktionieren. Aber jetzt, wie gesagt, bei mir in dem relativ trockenen Garten nicht. Und das ist vielleicht dann auch nicht so unbedingt ein System zur Dauerbewässerung, sondern eher mal für einen Urlaub oder so, ne? Ja, dass genau, man das genau. dann gezielt zu Pflanzen, die viel Wasser brauchen, die sonst sich überleben würden, dass man da gezielt dann einzelne Pflanzen damit bewässert. Genau. Und dann habe ich noch ein System, das auch nicht billig ist, ausprobiert. Das beruht eben darauf, dass man hat ein Vorratsgefäß mit einfach einen Verteiler, den man an- und ausmachen kann. Und dann hat man hier diese Vorrichtungen. Und wenn das feucht genug ist, bläht sich das auf und das Wasser stoppt. Da kann man natürlich auch sehr, sehr schön viel Leitungen machen. Mhm. Das hatte ich für mein Gewächshaus ausprobiert. Das ist gut am Anfang, wenn die Pflanzen noch klein sind
Und wenn ich alles wächst, tatsächlich gut. Wie gesagt, also bei mir ist es nie ganz so ordentlich. Wenn man schnippelt, dann ja, und wenn ich dann aber versucht habe, irgendwelche anderen Sachen da wieder rauszukriegen, die da nicht wachsen sollten, waren oft die Dinger mit rausgerissen und so weiter. Also das hat im Prinzip funktioniert für ordentliche Leute, die da ihre Pflanzen wirklich so stehen haben und dauernd schauen und so. Da ist es wunderbar, da funktioniert es auch. Dann ist es auch wenig Aufwand. Man kann dann halt man kann halt befüllen, so eine Tonne wie einfach und an- und ausmachen und das mal selbst, dann geht es. Aber also, ja, wenn man viel daran muss und es nicht so ordentlich ist, dann hat man auch gewisse Probleme. Dann habe ich noch probiert, ein System, das funktioniert mit Solarenergie. Da wird zweimal am Tag, wird es, wenn genug Sonne da war, wird es angemacht. Und man kann das auch verteilen über solche Tropfdüsen. Das funktionierte bei mir mit am besten auf dem Hochbeet, weil das steht dann ein bisschen höher und man sieht es besser als die anderen Sachen. Man braucht aber auch hier natürlich, hat man relativ viele Drähte oder Schläuche wieder. Und man braucht natürlich dann auch bei jedem Hochbeet in der Nähe eine Regentonne, was natürlich Geschmackssache ist. Ja, so das sind meine Erfahrungen. Also ich gieße jetzt wieder einfach mit dem Schlauch. Beziehungsweise habe ich Töpfe, wo unten drin Wasserreservoirs sind, also für Gemüse und solche Sachen. Und ich habe mir angewöhnt, ins Hochbeet und in Töpfe einfach diese Tonkugeln, die sehr viel Wasser aufsaugen, reinzutun, sodass ich nicht jeden Tag gießen muss. Also man sieht, manchmal ist das einfachste System doch noch das effektivste und das günstigste. Zum günstigen kommen wir jetzt, weil jetzt gibt es gleich Bastelstunde von mir. Ich zeige euch so ein paar Sachen, wie man, wenn man Urlaub fahren will, wie man seine Zimmerpflanzen oder im Gewächshaus so ein paar Töpfchen mit fast 0 Euro mit Zeugs, das man zu Hause hat, bewässern kann. Bevor du das machst, wollten wir aber nochmal, Elisabeth, von dir das zeigen. Dieses System, denke ich, für Hochbeete nimmt nicht so viel Platz weg oder auch was Jenny hier hat. Was ist eure Erfahrung damit? Also grundsätzlich gieße ich, wenn wir zu Hause sind, gieße ich am liebsten von Hand. Also natürlich mit dem Schlauch, aber so halt angestellt, dass es wie eine Gießkanne ist. Und dabei sehe ich einfach auch die Pflanzen, wie es denen geht. Also habe ich einfach einen besseren Überblick über den Garten und kann einfach auch ganz individuell gießen. Also wenn was frisch gepflanzt ist, braucht es natürlich viel mehr Wasser, als wenn es schon angewachsen ist. Und nicht so schön, wenn jetzt der ganze Garten voller Plastikflaschen ist. Genau. Aber für den Urlaub finde ich das ein gutes System. Man kann, das hat hier so einen kleinen Tropfer, also es ist einfach eine PET-Flasche, die oben eingeschnitten ist, dann steckt man unten diesen Erdspieß rein und diesen Tropf, also diese kleine Tropfvorrichtung, die man unterschiedlich weit aufdrehen kann, die dann unterschiedlich stark tropft. Problem dabei ist, gesagt, es kippelt gerne, deswegen genau. Immer einen Stock in den Erde stecken und da drin fest. Es ist ein bisschen kippelig. Okay, also ich habe ja auch so ein bisschen kippeliges, muss man auch am besten an einem Stock halt festbinden. Unten ist ein Tonkegel, der ist immer so leicht feucht und dann sieht es ein bisschen schmierig. Der ist halt auch oben offen, auch das wäre so eine Insektenfalle. Also da müsste man wenigstens ein Fliegengitter, so eine Haube aus Fliegengitter drüber machen. Und ja, hält wahrscheinlich schon ein paar Tage, Wochen, je nachdem, wie durstig die Pflanzen sind, wie feucht oder die Umgebung ist. Aber das wäre auch so eine günstige, ich weiß nicht, was die kosten, aber also für den Urlaub. Also das war nicht teuer, das sind relativ. Das sind die günstigsten Variationen. Genau. Eines und günstiger. Ja, und dann erzählst du uns jetzt deine Pflanzenversion. Und ich habe noch eine. Soll ich das mal halten, dann kannst du das andere erzählen. Andere günstige für größere Pflanzen, habe ich einfach Töpfe, also große Blumentöpfe genommen und die ohnehin ja unten schon ein Loch haben, da reine Plastiktüte, die angeschnitten. Und oben zugebunden, dass halt keine Tiere reinfallen können. Und das es hat gereicht für eine Woche Urlaub. Und ist dann so langsam durchgetropft. Okay, und das ist natürlich auch super günstig. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, jetzt kommen wir zu meiner schnellen Bastelstunde. Auch die Dinger kosten ja 25 Cent und man hat sie schmeißt sie weg. Es gibt auch Einwegdinger, die kosten dann gar nichts.
Auch da kann man mit einem heißen, mit einer heißen Nadel, einem heißen Nagel ein paar kleine Löcher reinbohren. Und da muss man halt gucken, nicht zu viele Löcher, dann ist, man muss wirklich ausprobieren. Also wenn ihr selber bastelt oder auch wenn ihr solche gekauften Vorrichtungen habt, probiert es aus. Erstmal bevor ihr in Urlaub fahrt, ein, genau. Zwei, drei, vier Wochen vorher, taugt das was. Nicht sagen, ich stecke das hin und fahre weg und da kommt gar nichts raus oder es verstopft oder es kommt zu viel raus und die sind nach dem Tag leer und die Wohnung ist überschwemmt, weil es überall ausgelaufen ist. Also ausprobieren, da kleine Löcher rein, probieren, auch das festbinden, das wäre eine günstige Variante dafür. Andere wären selbstgebaute Ollas, oder wie heißen die Ollas? Ja, ne? Dass man zwei Tonköpfe aufeinander klebt und muss man natürlich das Loch mit einem schönen Stein, findet man manchmal so tolle runde schöne Steine, der muss dann da reingeklebt werden, oben das muss zugeklebt werden, dass auch hier keine Insektenfallen entstehen, da auch noch einen schönen Stein drauflegen. Und dann diffundiert er langsam das Wasser dann in die Erde hinein. Der Stein. Ja, da hat er unten dann auch ein schönes Loch. Also entweder genau, einen Trockner reinstecken oder diesen Stein festkleben, einfach nur reinlegen, hilft wahrscheinlich nicht. Es gibt verschiedene gute Klebstoffe heutzutage. Ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber kleben statt bohren oder sowas in die Richtung, dann kann man auch so tonsaugende Tonsachen gut zusammenschrauben. Kostet fast nichts, sieht ganz nett aus, kann man ganz gut verstecken, hält wohl dann auch eine Weile. Die kann man auch ein bisschen größer, höher, länger, breiter, tiefer, was weiß ich, nehmen. Oder man nimmt auch wieder die PET-Flasche und so eine Baumwollschnur oder so ein Kerzendocht ist es in dem Fall. So die Flasche habe ich noch gar nie gesehen. Ja, die war so Holunder, Sirup drin. Da habe ich einfach nur diese Kordel hier so festgeklemmt, also gar nichts gebohrt, gar nichts geschraubt, sondern einfach nur ein bisschen festgeschraubt. Auch da muss man natürlich probieren, wie schnell saugt es sich denn voll oder klappt es überhaupt, saugt der Faden überhaupt. Und den kann man dann wirklich schön um die Pflanzen einfach herumlegen, rumwickeln um die Erde. Und wenn er lang ist, super, kann man auch so ein ganzes Beet damit eigentlich. Auch da muss man natürlich ausprobieren, taugt das was. Ja. Man kann es erstmal auf einer Zeitung probieren. Wie viel Wasser saugt der denn auf? Kommt zu viel, zu wenig? Taugt das was? Habe ich das hier zu fest geschraubt? Oder läuft es raus? Also die Bastelvariante muss man immer gucken, auch bei diesem gekauften Taub. Da kann man gut auch so Naturwolle nehmen. Das Naturwolle, ja, genau. Ja. Was hast du hier für einen Faden? Das kommt mir wie Kerzendocht. Das war ein Kerzendocht, ja. Das müsste Baumwolle, glaube ich, sein. Also so ein dicker Kerzendocht. Ja, genau. Kerzendocht, der saugt ganz gut, aber alle anderen Baumwollsachen. Oder man kann es auch mal probieren, dass man vielleicht ein Handtuch zerschneidet oder so ein altes Hemd zerschneidet. Ausprobieren, gucken, saugt das, taugt das was, schön. Bewässerte, schöne Pflanzen. Das waren so zwei Ideen mit dem Faden. Für fast nichts. Ja, toll. Ja, dann haben wir, glaube ich, gelernt, dass es nicht so einfach ist, das richtige System zu finden. Man sollte erstmal mit den einfachen anfangen, denke ich mal. Und dann halt wirklich sich gut überlegen, was habe ich für Bedingungen. Und dann muss man schauen, dass man das entsprechende macht. Ich hoffe, wir haben ein paar Anregungen geben können und tschüss, bis bald. Ja, tschüss, lasst euch gut beraten, probiert es aus, fragt doch mal beim Nachbar oder jemand, der schon ein System hat. Ist ein Hanggefälle-Lager, ist vielleicht eine andere Sache als ebene Erde und so. Habt ihr eine Pumpe? Das muss alles bedacht und beachtet werden. Also es gibt kein Patentrezept, sagen der Hersteller, top, das funktioniert überall und immer. Den gibt es, glaube ich, nicht. Wir wünschen viel Erfolg und schönen Urlaub. Oder guten Nachbarn in die Kiesten.